Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zum letzten Gruppenspiel der Matchdays WM 2019. Willkommen hier zur Gruppe D. Vorhin gab es schon das erste Spiel Leipzig gegen Augsburg, jetzt Düsseldorf gegen Hertha. Und vorhin habe ich mich auch ein bisschen vertan. Wenn ihr wissen wollt, wie die Partie ausgegangen ist, dann checkt die Partie natürlich aus. Ich werde euch nachher im Community-Tab hier auf meinem Kanal euch nochmal die Gruppen zeigen, wie das Ganze ausgegangen ist. Wer ist auf Platz 1, wer auf Platz 2, wer ist auf Platz 3, auf 4 der jeweiligen Gruppen, Gruppe A, B, C, D. Genau, sodass ihr einen Überblick habt, wie das Ganze ausgegangen ist und wie es dann in den nächsten Tagen weitergeht. Nämlich morgen gibt es das erste Viertelfinale. Und das erste Viertelfinale besteht aus dem Gruppensieger der Gruppe A. Der muss ran gegen den zweiten der Gruppe B. Und dann halt so ein Kreuz... Duell quasi halt immer, ne? Dann Donnerstag, Viertelfinale 2, Gruppensieger der Gruppe B gegen den zweiten der Gruppe A. Und dann am Freitag gibt es die letzten zwei Viertelfinalbegegnungen. Gruppe C, erster gegen Gruppe D, zweiter. Gruppe D, erster gegen Gruppe C, zweiter. Genau so sieht's aus. Vier Päckchen sind am Stissel. Düsseldorf gegen Hertha. Let's go! Düsseldorf gegen die Berliner. Und mal gucken, ja, wer sich hier den nächsten Dreier einfahren wird, ne? Düsseldorf oder Hertha BSC? Aktuell keine Torschützen. Bender, Oskar Wendt und dann haben wir noch das Hoffenheim-Logo. Kein Düsseldorfer, kein Berliner. 0:0. Weiter geht's mit dem zweiten Pack. Und weiter geht's mit Philipp Bargfrede von Werder Bremen. Da waren Düsseldorfer und das ist Benito Rahman. Der ist jetzt gewechselt zu den Schalkern, ne? Rahman, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube schon. Harit von Schalke, dann haben wir Insua von Stuttgart und David Abraham als Matchwinner. Mit diesem Tor hier von den Düsseldorfern, von der Fortuna, könnte es sogar möglich sein, ich muss das nochmal nachrechnen, dass Düsseldorf sogar auch weiter ist. Hertha ist auf jeden Fall schon mal safe weiter, Leute. HOE, Hertha BSC. Aber, mal gucken. Die Partie ist ja noch nicht vorbei. Wenn unentschieden würde für Düsseldorf auf jeden Fall nicht reichen. Pavard und Max Kruse hier als Hattrick-Held von Werder Bremen. Letztes Pack. Was passiert hier nochmal? Meisterschale. Kagawa. Marvin Plattenhardt. Oh shit, Mann. Marvin Plattenhardt gleicht in der Schlussminute aus. In der 90. Minute mit einem Freistoßtor. Plattenhardt 1:1. Holy shit, das war knapp und das ist extrem bitter für die Düsseldorfer. Weil das, glaube ich, bedeutet jetzt, dass sie nicht weiter sind, sondern Augsburg und Hertha sind jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach, wenn ich alles so richtig im Kopf habe, weiter. Aber das seht ihr nachher im Community-Tab. Ich bin raus, wir sehen uns, haut rein und tschüssi.